bin jetzt bei 30 und jetzt drücke ich mal auf den Knopf. Hi Leute, ich bin's wieder, Ronny von Knispel Clever, und ich habe ein neues Spielzeug, eine Schwalbe. Sie fährt bis 60. Wir werden die mal ein bisschen schneller machen, ohne an die Hardware ranzugehen, sage ich mal so. Ich habe noch mal was vorbereitet und das zeige ich euch mal jetzt. So, in die Werkstatt. Wir brauchen 7 Sachen. Eine Sauerstoffflasche, ein Manometer, Kabel, ein Magnetventil, eine Batterie fürs Magnetventil, ein Taster fürs Magnetventil und ein Schlauch. Das war alles. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Fliegt der Motor auseinander? Geht der Motor aus? Oder wir sind ein bisschen schneller unterwegs? Wir bauen jetzt das ganze System mal zusammen. Und dann machen wir erstmal einen kleinen Probetest und dann gucken wir mal. Schauen wir mal. So Leute, fertig ist die tragbare Simson-Nossanlage, nenne ich sie mal. Ich erkläre kurz, Taster geht zur Batterie und die Batterie löst dann mit dem Taster gemeinsam das Magnetventil aus. Flasche aufdrehen, hier natürlich das Ventil aufdrehen, hier den Druck einstellen. Das ist die, wie viel drin ist in der Flasche, und hier ist der Druck, der jetzt momentan am Magnetventil anliegt. Und wenn ich jetzt drauf drücke, kommt vorne. Pressluft, Presssauerstoff. So Leute, das ganze Nosssystem, Simson Nosssystem, ist für einen Gepäckträger zu groß. Das würde auch auffallen. Ich werde es also hier im Rucksack einpacken und mal da hinstellen. Ich werde jetzt hier oben aufschrauben. Hier sitzt der Luftfilter drin. Und da werde ich einfach den Schlauch reinstecken. Und dann werden wir das Moped mal anlassen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Die Simson-Nossanlage ist fertig. Und Taster in der Hand. Der Schlauch geht da oben rein, ist mit dem Kabelbinder gesichert, und wir lassen jetzt mal den Motor an. Ich hoffe, ihr versteht mich dann noch, wenn ich was sage. Wir starten mal den Motor. So, die Simson läuft im Standgas und ich drücke jetzt mal auf den Knopf. Habt ihr das gehört? Ich drücke jetzt noch mal ganz kurz drauf. Es wird deutlich schneller im Leerlauf. So, jetzt noch mal ein bisschen länger. Alter Falter, das hört sich gar nicht gut an für einen Motor. Aber trotzdem wage ich es und werde mal fahren und mal kurzzeitig raufdrücken. Nochmal.
Das scheint zu funktionieren. Mit dem Druck werden wir noch sehen, wie viel wir hier einstellen müssen. Wahrscheinlich ist es schon zu viel. Wir werden mal ein bisschen runterdrehen. Ich bin jetzt bei, machen wir mal auf 2 Bar. 1 Bar. Gut. So Leute, die Anlage ist fertig, einsatzbereit. Sie liegt hier. Also mit den Beinen werde ich es halten, dass es nicht runterfällt. Und den werde ich da anlegen. Ich habe schon mal eine kleine Probefahrt gemacht. Ich wollte wissen, bevor ich mir auf die Fresse schmeiße, ob das Ding überhaupt läuft. Ja, es funktioniert bedingt. Also folgendes ist passiert. Dadurch, dass ich den Luftfilter weggenommen habe, kriegt er jetzt ein bisschen weniger Sprit. Also ich muss hier noch was reinbaumeln, damit der Querschnitt ein bisschen kleiner wird. Dann haut es wieder hin, dann ist das System wieder richtig und der Druck ist so hoch. Definitiv. Das gab eine richtig sehr gute Beschleunigung. Allerdings haben auch die Kolbenringe angefangen zu klappern. So Leute, ich bin jetzt bereit. Flasche ist auf. Wir fahren mal so 30 fahren und dann drücke ich mal auf den Knopf. Mal gucken, was denn passiert. Also ich halte Tempo 30 und dann drücke ich mal auf den Knopf hier und dann gucken wir mal, was passiert. So, ich bin jetzt bei 30 und jetzt drücke ich mal auf den Knopf. Habt ihr gemerkt, da gab es keine Aussetzer, wahrscheinlich Kolbenring. Aber Beschleunigung ist da. Wahrscheinlich ist der Druck noch zu hoch. Ich probiere es nochmal. So, jetzt bin ich im dritten und fahre 35. Jetzt drücke ich nochmal rauf. Also ich war dann bei gleichbleibendem Gas bis auf 50. Jetzt fahre ich mal noch schneller. So, 40, jetzt drücke ich drauf. Beschleunigung ist da, aber da kommt ein Kolbenring. So Leute, mein Fazit. Die Simson-Noss-Anlage funktioniert einwandfrei, aber nur bis zu einer gewissen Drehzahl. Also von 0 bis Halbgas funktioniert sie wirklich prächtig. Also wer einen Berg hochkommen will oder wer kurz mal einen kleinen Anzug braucht, dafür ist es super mäßig gedacht. Aber von Halbgas bis Vollgas, da muss eigentlich zusätzlich noch am Gemisch was verändert werden, damit, damit der Motor nicht zu Schaden kommt. Also die Kolbenringe haben, würde ich meinen, angefangen zu klappern und hätte ich weitergemacht, dann wäre, glaube ich, jetzt ein Kolbenfresser gegeben. Also untertourig, top, da gibt es nichts. Also ein Anzug wie Sau. Aber hochtourig muss am Gemisch was verstellt werden. So, nochmal ein Bild. So sieht's aus.